Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir haben immer noch vor unser... Nein, ich habe das Schrott weggeschmissen. Oh, ich bin so ein Genie. Ich hoffe nur, dass es vielleicht hier unten aufgefangen wurde. Leider nicht. Leider, leider nicht. So und so. Wir haben aber auch schon wieder Hunger und Durst. Das heißt, wir müssen uns gleich was zu essen machen. So, und dann wollen wir wieder hier drauf wechseln. Und nach vorne anfangen, uns hinzuarbeiten. Ja, das wird interessant, wie wir das hier dann machen werden. Aber jetzt erstmal was essen. Trinken können wir ja jetzt so erstmal. So. Was essen wir heute? Kommen wir erstmal die Rüben. Komm noch ein bisschen. Alter, wie viele Rüben muss ich denn essen? Wir haben aber auch zum Glück anderes Zeug, was wir essen können. Jede Menge auf jeden Fall. Und dann haben wir hier nichts. Nichts, was man gebrauchen kann. Aktuell zumindest. Wie viel habe ich eigentlich an anderen Materialien hier noch? 4 Schrott habe ich hier zumindest noch, aber sonst gar nichts, was ich jetzt wirklich dringend brauche. 72 Farbe haben wir. Wir müssen irgendwie auch mal schauen. Kann ich mir jetzt eigentlich einen verbesserten Bogen bauen oder sowas? Hier. Einfacher Bogen. Schieß Pfeile grob dorthin, wo du zielst. Ich hätte gern einen verbesserten. So, dann mal schauen, wie das jetzt unten hier aussieht. Eine Planke und ein Plastik. Wow. Dann weg damit. Ja, wir können aber auch mal schauen, dass wir vielleicht mal die nächste Quest machen bei Boa Island. 0373. Geht in eine andere Richtung. Okay. Dann lassen wir das mal eben. Hier kommen wir nicht hoch. Was ist denn das? Hä? Was ist das? Wo kommt das her? Einen Moment. Ach. Das ist der? Okay, habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass es mein Steuerruder ist. Der einfach mal so ein Rohr bis ganz nach unten hier verpflanzt. So, kriegen wir die da? Komm. Den müssten wir doch erwischen. Ui, da war wieder ein ordentlicher Ruckler. So und so. Und wir haben wieder eine neue Rübe. Nice. Die können wir ja auch noch grillen. So, gegarte Rübe, nice. Oh, warum ruckelt es gerade so heftig? So und nice. Plastik können wir auch wieder wegschmeißen.
weg und weg. So, mit 11 Holz. Ah, vielleicht sogar gleich 12. So, und noch eine neue Rübe. So, wie viel Holz haben wir jetzt? 12, nice. Das heißt, wir kommen jetzt hier oben nochmal 2 weiter. So und so. Die Antennen müssen auch mal nach oben. Wollte schon sagen, warum hing ich da... Okay. Bleibt man hier ein bisschen hängen. Auch interessant. Aber hier haben wir ja auch 2 gemacht. Und hier kommen wir ja auch weiter. Deswegen wundert es mich. Ui, wieder eine Insel. Komm, wir gehen da mal hin. Ach, so ist ja mittlerweile oben mein Lenkrad. Komm. Wir gehen zur Insel. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Aber den nehmen wir noch mit. Baum, ich will dich haben. So. Und noch eine Rübe. So, was können wir wegschmeißen? Wir haben genug zum Wegschmeißen. So, das kann weg und das kann weg. Lagern wir erstmal das ganze andere Zeug hier wieder ein. Das hier. Den können wir hier einlagern. Ne, den lassen wir dann lieber im Town, lagern den hier ein. So, und hier können wir die erstmal einlagern. Achso, wir haben noch Seil auf Tasche. Und wir müssen Wasser nochmal auffüllen. Und von unten nochmal Wasser nachholen. Hier geht's runter. So. Salzwasser auffüllen. Oh, wir sind schon da. Okay, dann gehen wir uns ein paar Planken holen hier. Bäume wieder fällen. Wir brauchen ja jede Menge. So, wo haben wir die guten Bäume, die wir brauchen? Und wo haben wir Gulliver und Heribert? Das ist jetzt auch eine gute Frage. So, da hinten haben wir schon mal die Bäume. Zumindest einen davon. Und ist hier vielleicht eine Höhle irgendwie? Ne, keine Höhle. Wir müssen aber uns aber gleich wieder eine neue Axt bauen. Da oben sind schon wieder die nächsten. Was ist denn das nochmal? Gelbe Blume. Die brauchen wir nicht. Ich glaube, alles, was mit der Farbe gelb zu tun hat, werden wir hier gar nicht brauchen. Ist das eine Höhle? Ja, hier haben wir eine Höhle. Mal schauen, was wir hier so finden. Oh, lecker Pilze. Und noch eine schöne Truhe. Nice. Und noch eine. Okay. Gleich 2 Kisten. Habe ich jetzt echt nicht erwartet. Wie viele haben wir jetzt? Oh, wieder, wir haben wieder 9 Metallerz. Und 3 Metallbarren. Nice.
Von daraus können wir vielleicht mal auch ein Seil machen. Weil Seil fehlt uns sogar noch ein bisschen. Aber die können weg. So. Warte, können wir jetzt daraus uns hier direkt aus dem Inventar... Nein. Uns fehlt ein Bolzen. Na, wäre schön gewesen, wenn wir jetzt hier direkt einfach aus dem Stegreif unsere neue Axt bauen könnten, ohne zurück aufs Schiff zu gehen. So, komm. Gibt es unten noch einen Baum? Da haben wir noch einen Baum. Aber Heribert ist nicht da. Finde ich komisch. Aber finde ich auch erstmal besser. Alter, gibt es hier aber viele Bäume. So, noch ein bisschen. Komm. Jetzt brauchen wir eine neue Axt. Aber wir können schon mal unterwegs die wegschmeißen. Ja. Wegschmeißen. Und in der Zwischenzeit können wir auch erstmal ein bisschen was einlagern. Hallo, du da. Den Kleinen habe ich noch keinen Namen. Wie nennen wir den Kleinen? Das weiß ich ja noch nicht. Wie nennen wir diese kleinen Vögelchen? Wenn mir da ja nichts einfällt, wie man den dann nennen könnte, bleibt das quasi wieder an euch aus, die Aufgabe. Dann könnt ihr entscheiden, wie wir den Kleinen nennen. Aber der braucht definitiv auch einen eigenen Namen. Nein! Boris. Ich weiß, Boris hat mich zum Fressen gern. So. Können wir hier eben schon mal die Wassermelonen sammeln. Kokosnuss noch mal rein. Und die Mangos. Und die Pilze können wir auch schon mal hier rein. Dann den hier rein. Jo, wir müssen die Dinger mal einschmelzen. Definitiv. So. Haben wir hier noch mal wieder ein bisschen Schrott. So. Ah, Metallbahn haben wir schon so viel. Scharniere, wir müssen auch mehr was aus diesen Scharnieren machen. Ich weiß zwar noch nicht was, den einen können wir aber wegschmeißen. Und jetzt können wir eben das hier machen. So. Ah, geil, das Seil aus dem Inventar ist weg. Und wieder los. So, Boris hat uns nicht mal gesehen. Das fand ich super. So, dann noch. Ui, wir haben wieder Durst. Wird fürs Erste reichen, ne? Dann gehen wir mal nach da hinten. Holen uns die anderen Baumstämme da. Die Planken. Aber wo ist Heribert? Oder Gulliver? Das frage ich mich jetzt auf jeden Fall. Warte, können wir noch irgendwas hier unter Waffen bauen? Ne, nur Metallspeer oder Holzspeer oder Bogen oder Netzwerfer. So. Den haben wir ja. Einfacher Grill. Fortschrittlicher Grill. Was haben wir hier? Topf. Entsafter. Die müssen wir auch noch bauen. Sprinkler. Ah ja, wegen den Dingern wahrscheinlich hier. Anbaufläche. So, was. Hier waren wir. Sauerstoffflasche. Und Flossen. Die müssten wir eigentlich auch mal anfangen zu bauen. Und dann sind wir schneller im Schwimmen und können auch länger tauchen.
So, Motor haben wir, Lenkrad haben wir, Wimpel, Antenne, Paddel. Paddel brauchen wir zum Glück nicht mehr. Trophäenbretter, Laternen. Laternen müssen wir auch auf jeden Fall noch machen. Farbmühle haben wir ja. Ablagen, was ist das denn? Eine Ablage, um Dinge darauf abzulegen. Das sieht schön aus. Motivationsspruch. Muss ich mir später alles mal ansehen. Hier, Bücherstapel, offenes Buch. Noch ein Papierstapel. Beleuchtung. Lichterkette. Eine Flagge. Wir brauchen definitiv eine Flagge. Hier. Ja, die brauchen wir definitiv. Federkiel, Weltkugel. Dafür brauchen wir blaue Farbe. Okay, und Kunststoff. Hier schwarze Farbe und Feder. Wo kriegen wir eine Feder her? Vorhänge gibt's hier. Ein Plumpsklo. Eine Holzbadewanne. Oh, super. Feuerholzständer. Wir können Plumpsklo bauen. Wir müssen uns später ein Plumpsklo bauen. Wir haben ja ein bisschen Plastik und Nägel und sonstiges auf unserem Schiff. Wir bauen uns ein Plumpsklo. Der ist wichtig, der ist überlebensnotwendig. Wir haben hier ganze 2 Monate in dem Spiel, also in dem Monate, ohne Kacken ausgehalten. Ich will nicht wissen, wie voll unser Darm ist. Unser Darmtrakt. Und dann, wenn wir das Plumpsklo haben, dann können wir endlich mal alles rauslassen. So. Den können wir ja nicht. Leider eigentlich. Ich finde schade, dass man auch die großen Bäume hier nicht fällen kann. So, wir haben aber immer noch Hunger. Dann essen wir jetzt mal die Kokosnüsse. Oh, da ist Gulliver. So, dann können wir das wegschmeißen. Jetzt hat er uns entdeckt. Das heißt, Heribert ist auch nicht weit. So. Aua. Okay, der hat uns jetzt doch erwischt. Aber egal. Viel Leben hat er uns jetzt doch nicht weggenommen. Und wir werden das eh überstehen, bis wir hier wieder weg sind aus der Insel. Ich muss aber gleich nur mal schauen, wo nochmal unser Schiff war. Auf welcher Seite, wenn wir oben sind auf jeden Fall. Hier kommen wir definitiv wieder hoch. Na, vielleicht auf der... Da ist unser Schiff. So, komm. Schauen wir mal, wie wir von da nach oben kommen. Wir brauchen auf jeden Fall immer mehr und mehr Holz. So, wie viel haben wir noch im Inventar? Das kann weg. Das kann weg. Ja, Gulliver wieder da oben. Ich wette, Heribert ist auch oben. Heribert ist wahrscheinlich oben. Und der holt sich wieder seinen Stein. Ja, da holt sie seinen Stein. Und da kommt Heribert. Oh nein. Hat er mich doch noch erwischt. Nein! Oh, ich hoffe, der bleibt jetzt da unten. Ich hoffe, der kommt von da nicht. Jetzt kommt Gulliver wieder. Nein, Gulliver!
Boah. Und es ruckelt auch nur in dem Moment, wo ich da hingucke. Ich hoffe aber, der tut mir hier oben jetzt nichts. Da haben wir wieder einen kleinen. Den kleinen Vogel. Für den wir immer noch keinen Namen haben. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie man die vom Spiel aus selber nennt. Ich glaube, das ist ein Hühner oder sowas. Apropos Hühner. Wie wär's, wir nennen ihn Chris B. Chicken. Chris B. Chicken. Ich weiß, der ist flach, aber ist doch ein super Name für so ein kleines Kerlchen, oder nicht? So, gibt's hier noch was? So. Ja, Gulliver. Immerhin haben wir noch eine Kiste und warum können wir das eigentlich nicht auseinandernehmen? Da ist so viel Holz dran. So, noch ein bisschen. Was war das? Digga. Nicht die Planken wegschmeißen. Was haben wir noch für Müll hier? Das ist Müll. Das ist Müll. Mangonana haben wir. Das habe ich mir gemerkt. So, dann das hier noch. Toll, da kommt Gulliver wieder. So, und dann wollen wir noch dahin. Yo, Chris. Das ist Chris. Tüchen nennen wir Chris. So, Wassermelone nehmen wir noch mit. Und die Ananas. So, Ananassamen haben wir keinen Platz. Gut, aber die können wir auch wegschmeißen. Oh, Gulliver. Warum? Autsch. So. Das kann immer noch weg. Sonst haben wir... Einfach Fischeintopf, den kann auch weg. Den haben wir schon. So, sonst gibt's hier nur noch den hier. Ausgerechnet die Planke schmeißt er weg. Und... Autsch. Ich glaube, wir haben hier jetzt alles. Wo haben wir geparkt? Jetzt ernsthaft, wo haben wir geparkt? Auf der Seite vielleicht? Auf der anderen? Wo ist mein Schiff? Wo ist die agonische Maid? Da sie. Ui, nein. Ah, geschafft. Überstanden. Wir haben es überstanden. 102. Alter. Das war aber ein guter Fang. Jetzt sogar 103. Nice. Also erst einmal Anker wieder lichten. Ah, hier. Hier müssen wir hoch. Und dann drehen wir einmal ordentlich in diese Richtung. Komm. Das schaffst du doch wohl, oder? Muss ich vielleicht so einmal drehen? Okay. Der will erstmal nicht so, wie ich will.
Aber gut, wir können erstmal dann in der Zeit einlagern, was wir haben. Das hier kann zum Beispiel da rein. Das kann wieder hier rein. Die können wieder rein. Und jetzt haben wir die Scharniere auch wieder voll. Aber das hier ist passend. Immerhin. Und Ananas machen wir. Kokosnüsse haben wir auch schon voll. Das heißt, die können wir uns jetzt gleich mal gönnen. So. Und Mangos haben wir jetzt auch komplett voll. Haben wir es geschafft? Vielleicht so einmal drehen, bitte. Komm, noch ein bisschen. Immer noch. Kleines bisschen noch. So, ja, ja, ja. So. Jetzt müsste es aber passen, ne? Wir müssen nur hier irgendwie wieder rauskommen. Irgendwie. Und vielleicht, sobald wir nach vorne hingebaut haben alles, fangen wir mit einer der beiden Seiten dann schon mal an. So. Einer fehlt noch. So schnell haben wir jetzt 102 Baumstämme. Baumstämme sage ich jetzt schon. Ich bin voll im Forest noch drin, ne? So schnell haben wir jetzt einfach mal 102 hier Planken verbraten. Digga, was ist mit dir? Die Richtung musste. Oder komm, machen wir nochmal so. Einmal drehen. Diesmal behalten wir Schiffi. Hier die agonische Maid im Auge, wie der sich dreht. Komm, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen drehen, komm. Schaffst du. So. Jetzt kommen wir langsam raus. Und dann können wir jetzt wieder ordentlich drehen. So, noch ein bisschen. Wir dürfen jetzt nicht mehr hier dran sein, genau. Perfekt. Jetzt haben wir es geschafft, da rauszukommen. So, und da vorne haben wir noch eine Kiste. Die brauchen wir. Und so. Ich hoffe, die kriegen wir. Nee, aber das Fass nehmen wir. Okay. Sind wir anscheinend doch zu weit weg davon. Ich raff's nicht. Kann doch nicht sein. Hä? Komm, den schnappen wir uns jetzt. Aua. Habe ich voll gespürt, Boris. Wo ist Boris? Komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Komm. So, geschafft. Aber einer fehlt noch für den Fußboden. Wir haben unten bestimmt noch wieder eine Planke oder so. Oh, sogar mehr. Nice. Wir können sogar zwei machen. Perfekt. Machen wir das eben. So. Nice. Dann ab der nächsten Folge fangen wir an, hier die eine Seite von den Wänden zu vervollständigen. Und dann noch ein Dach drüber zu machen. Damit bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.